Willkommen zum ersten inhaltlichen Video im Rahmen unserer Vorlesung Gestaltung von Nutzungsschnittstellen in diesem Sommersemester 2020. Und es ist ein wahrscheinlich relativ kurzes Video, was sich ein bisschen damit beschäftigen soll, was das eigentlich ist. Was ist eigentlich das Thema? Das Thema heißt Ergonomie, das habe ich schon mal in der Einführung gesagt. Aber was ist denn das eigentlich, diese Ergonomie? Genau um diese Themen soll es gehen. Was ist Ergonomie? Ein bisschen spezieller noch, was ist Software-Ergonomie? Denn um die geht es hier. Wir grenzen das ab zu Usability und UX. User Experience wird üblicherweise UX abgekürzt und reden auch ein bisschen über Vorteile über Nutzer, die leider, gerade so in Informatikerkreisen, will ich gar nicht sagen, eigentlich eher in Nerdkreisen leider verbreitet sind. Und da möchte ich eigentlich gerne gegen anwirken, dass ihr diese Vorurteile von vornherein gar nicht habt. Oder wenn ihr sie habt, sie euch vielleicht zumindest ein bisschen abgewöhnt im Rahmen dieser Vorlesung. Was ist Ergonomie? Ergonomie klingt schon vom Namen her irgendwie griechisch, ist es auch. Sind zwei griechische Wörter, Ergon und Nomos. Ergon ist Arbeit, Leistung und Nomos Recht, Regel, Gesetz. Das heißt, eigentlich ist Ergonomie das Gesetz von der Arbeit oder die Gesetzmäßigkeiten von der Arbeit. Und so wird der Begriff Ergonomie teilweise auch verwendet. Wenn man im Duden nachguckt, steht da, dass die Ergonomie die Wissenschaft von der Anpassung der Arbeit an den Menschen ist, also in diese Richtung gedacht. Gibt auch andere Interpretationen, wo dann Ergonomie, so Arbeitswissenschaft, etwas im größeren Stile verstanden wird. Das ist aber heute nicht unbedingt mehr die Interpretation, die allgemein gültig ist. Also der Begriff Ergonomie, wenn wir jetzt mal diese obere Version dann nehmen, die Anpassung der Arbeit an den Menschen, müsste man eigentlich irgendwie sagen, die Anpassung der Arbeitsmittel an den Menschen, die Anpassung der Arbeitsprozesse an den Menschen, das ist Ergonomie in der Tat, aber es wird heute meistens etwas breiter aufgefasst. Es wird allgemein gesagt, die Anpassung von Gebrauchsgegenständen an den Menschen. Deswegen kann man auch zum Beispiel über sowas wie ergonomische Matratzen sprechen oder ergonomische Sofas, obwohl sowohl Matratzen als auch Sofa für die wenigsten Leute Arbeitsmittel sind, im Sinne von ihrer Erwerbsarbeit, denen sie nachgehen. Das heißt, Ergonomie generell könnte man so einfach mal so ganz platt sagen, die Anpassung von Gebrauchsgegenständen und Gebrauchsprozessen an den Menschen. Das könnte man so als Zusammenfassung sagen. Für wen ist Ergonomie jetzt wichtig? Ist das für jeden wichtig? Müssen wir das alle wissen? Das ist eine Frage, kann man sich jetzt mal drüber Gedanken machen, worüber, für wen könnte das wichtig sein? Es gibt immer wieder, das ist auch so eine Nerd-Sache, ihr habt bestimmt schon mal gehört, dass Leute sagen, na, Clicky-Bunti hier, Windows Clicky-Bunti oder Mac Clicky-Bunti, das brauche ich alles nicht oder sowas. Oder dann sagen, ja, also so gut gestaltete Nutzungsschnittstellen, ergonomische Nutzungsschnittstellen, das ist nur was für die Leute, die sich mit Computern nicht richtig auskennen oder die Computer nicht ständig benutzen. Wer einen Computer ständig benutzt, der braucht sowas nicht. Der kann ohne sowas arbeiten. Aber das ist nicht richtig. Das kann man eigentlich nicht richtig so sagen. Das hat auch seinen Grund, warum nicht. Für wen ist es wichtig? Ist es wichtig für Anfänger und Computerunkundige? Bestimmt. Denn wenn ich irgendwie Schwierigkeiten habe in der Benutzung, das irgendwie nicht richtig an den Menschen angepasst ist, dann ist es natürlich für Anfänger und Computerunkundige besonders schwierig, da reinzukommen, ne? Überhaupt einen Einstieg zu finden. Wie ist es aber mit Experten und vielen Nutzern? Klar, man kann sich als Experte schon manche Tricks angewöhnen oder man kann auch irgendwelche Sachen, die sich vielleicht nicht besonders sofort erschließen oder so, wissen. Aber wenn etwas nicht ergonomisch ist, nehmen wir mal wieder das Beispiel mit dem Sofa. Nehmen wir mal nicht ein Sofa, nehmen wir mal einen Stuhl. Wir haben einen nicht ergonomischen Stuhl und jetzt sind wir ein Vielnutzer eines Stuhls. Das heißt, wir müssen viel sitzen, zum Beispiel im Büro müssen wir viel am Schreibtisch sitzen. Ja, dann ist aber gerade diese Vielnutzung, bei der Vielnutzung ist es besonders wichtig, dass der Stuhl ergonomisch geformt ist. Wenn ich da einmal am Tag 5 Minuten drauf sitze, dann kann ich mich auch irgendwie auf eine Tischplatte setzen. Aber wenn ich viel irgendwo sitzen muss und viel am Schreibtisch arbeiten muss, ja, gerade dann ist es doch besonders wichtig, dass der Tisch und der Stuhl dazu ergonomisch sind. Also viele Nutzer und Experten, die etwas viel benutzen müssen, da ist es besonders wichtig. Gilt auch am Computer. Gucken wir gleich uns nochmal ein bisschen an. Ja, und gefährliche Situationen. Also Situationen, wo eine Fehlbedienung
wirklich verheerende Konsequenzen haben kann. Und das sind auch üblicherweise Experten, die das machen. Zum Beispiel hier, so ein Flugzeugcockpit. Da kommt auch viel ergonomische Forschung tatsächlich her, vor allen Dingen aus der Hardware-Ergonomie. Denn natürlich, wenn so ein Flugzeugcockpit so gestaltet ist, dass es sich nicht vernünftig benutzen lässt oder dass dem Menschen irgendwas entgeht oder dass er nicht in der Lage ist, irgendwie einen Hebel vernünftig zu bewegen, naja, dann hat das gleich ganz verheerende Konsequenzen. Im Zweifelsfall sterben dann Leute, weil so ein Flugzeug abstürzt. Das heißt, wenn man solch ein sicherheitskritisches System hat, dann spielt Ergonomie natürlich eine ganz, ganz große Rolle. Und wenn Leute halt dazu gezwungen sind, etwas zu benutzen. Also ein Mensch, der zum Beispiel bei der Bahn in so einem Büro sitzt und Fahrkarten verkauft. Also jetzt nicht die einzelne Karte, wie sie aus dem Automaten kommt, sondern so, wo man hingehen kann, ein Reisezentrum. Der muss dieses Computersystem ja zum Beispiel den ganzen Tag bedienen. Wenn das Computersystem ein bisschen nervig ist, um eine Bahnfahrkarte zu kaufen, und wir gehen irgendwie einmal im Monat hin und kaufen eine Bahnfahrkarte, ja, dann ärgern wir uns vielleicht, aber wir kommen schon irgendwie damit klar. Aber jemand, der dann den ganzen Tag daran arbeiten muss, der kann schier daran verzweifeln, kann auch krank werden, wenn diese Software nicht dem entspricht, also nicht so gut ist, wie sie sein sollte, wenn sie nicht den Anforderungen an diesen Arbeitsprozess vernünftig entspricht. Gut, was ist, wenn man jetzt Software hat, die man nicht nutzen muss oder die einfach nur rein so freiwillig für zum Spaß ist? Wie sieht es dann damit aus mit der Ergonomie? Ist das dann besonders wichtig? Das kommt darauf an, wie man fragt, weil es dann wohl dazu führen wird, dass eine Software, die ergonomisch schlecht ist, mit großer Wahrscheinlichkeit nicht benutzt werden wird. Vor allen Dingen dann nicht, wenn man annimmt, dass es auch Software gibt, die gut ist, die ergonomisch besser ist. Und dann benutzt man halt die ergonomisch bessere Software, und die ergonomisch schlechtere Software, die wird am Markt dann keinen Erfolg haben. Das heißt, auch in diesem Bereich ist Ergonomie eine wichtige Anforderung. Was ist Software-Ergonomie? Eben habe ich über Stühle zum Beispiel gesprochen. Also Stühle sind so ein ganz klassischer Bereich der Ergonomie. Schreibtische und sowas, also Höhen und all solche Sachen, das ist so richtig klassische Arbeitsplatzergonomie. Es gibt auch ganz viel im Bereich der Hardware-Ergonomie. Das geht bis hin dazu, wie Stifte geformt sein müssen oder sowas. Also man kann eigentlich immer alles, was irgendwie Arbeitsmittel, Nutzmittel ist, ergonomische Studien erheben. Und es gibt auch für all dieses irgendwelche Vorschriften und Normen. Und Software-Ergonomie ist dann halt nur der Bereich, der halt nicht der Computer selber ist. Also ich rede nicht hier über die Tastatur, ich rede nicht über die Maus, ich rede auch nicht wirklich über den Bildschirm, sondern ich rede über das, was ich in Software machen kann. Also eigentlich alles, was irgendwie mit Nutzungsschnittstelle zu tun hat. Deswegen passt es auch, dass wir über Software-Ergonomie sprechen in einer Veranstaltung, die Gestaltung von Nutzungsschnittstellen heißt. Auch hier, und ich habe es an dem Beispiel eben mit dem Fahrkartenautomaten oder mit dem Fahrkartenverkäufer besser gesagt, ja schon mal gesagt, eine mangelnde Anpassung kann wirklich schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben. Das heißt, da kann jemand wirklich krank werden. Ja, wie gestalte ich dann die Software richtig? Ich brauche da irgendwelche vernünftigen Erkenntnisse. Ich muss irgendwie wissen, wie ich das Arbeitsmittel Software gestalten kann. Und um das wollen wir uns in dieser Vorlesung sehr intensiv kümmern. Es ist also eine Vorlesung über Software-Ergonomie, nicht über Hardware-Ergonomie, sondern über Software-Ergonomie. Hardware spielt für uns fast keine Rolle, allenfalls mal in interessanten Beispielen oder oft auch in historischen Beispielen. Das ist vielleicht so ein bisschen Steckenpferd von mir, dass ich manchmal in historischen Beispielen gerne was erzähle. Ein paar Gedanken über Informatiker und Nutzer. Ich habe das eben schon mal anklingen lassen, auch dass mir das nicht gefällt, so ein gewisses Nerdtum, ne, dass da Informatiker da sitzen und sagen, ja, wir Informatiker, wir wissen, wie man Computer richtig benutzt, und alle Leute, die jetzt keinen, die das, wie das Wissen nicht mit Löffeln gefressen haben oder die Erleuchtung nicht bekommen haben, das sind irgendwie Nutzer, ja, die sollten eigentlich gar keine Computer benutzen. Was wäre doch alles so schön, wenn es diese Leute gar nicht gäbe. Es ist aber nun mal nicht so. Es gibt nun mal haufenweise Leute, die Computer nutzen, die Computer nutzen müssen und die Computer auch nutzen wollen. Wir sind ja heute in einer Situation, wo ein Großteil unserer Kommunikation, unseres Wissenserwerbs, eigentlich des täglichen Lebens, irgendwie mit Computern zu tun hat. Und ohne Computernutzung
geht es nun mal nicht mehr. Das ist gerade noch stärker geworden, jetzt so in den letzten 10 Jahren, würde ich mal so sagen, oder vielleicht fast 15, mit dem Aufkommen von Smartphones. Ohne Smartphone, guck doch mal, ne? Wie viele Leute laufen mit dem Smartphone durch die Gegend und wie viele Leute kämen ohne ein Smartphone kaum noch zurecht. Und diese Leute nutzen dann einen Computer und müssen ihn auch nutzen. Wichtig ist für euch, und ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr jetzt alles Informatikstudierende seid, die ihr das euch anguckt, oder zumindest sagen wir mal informatikaffine Leute, ihr seid ganz anders als ein Großteil eurer Nutzer. Und das ist wirklich wichtig zu wissen. Man muss mit dem Problem umgehen können, dass euer Wissen über diese Computersysteme nicht das gleiche Wissen ist, wie das der Leute auf der anderen Seite, die es am Ende benutzen müssen. Das heißt, Dinge, wie man es benutzt, wie man es benutzen sollte, was man vielleicht gut, besser machen sollte, was man schlechter machen sollte, muss sich bei euch durch das, was ihr erzeugt, also durch eure Software, auch vermitteln. Und da könnt ihr nicht davon ausgehen, dass nur weil ihr etwas wisst, die Leute auf der anderen Seite das auch wissen. Also ein paar Gedanken über Informatiker und Nutzer muss man sich machen. Ihr seid ganz anders als die Leute auf der anderen Seite. Wie kann man damit umgehen? Man kann seine eigenen Einstellungen und Sichtweisen auf die Sachen hinterfragen. Das ist eine Frage der Lebenseinstellung. Möchte ich an euch alle eigentlich gerne vermitteln, nicht nur eigentlich für diese Vorlesung, eigentlich immer. Kann auch eine politische Entscheidung sein. Ihr habt irgendeine politische Meinung. Ich sage jetzt mal besser keine, sonst komme ich irgendwie in Teufels Küche. Irgendeine Einstellung habt ihr. Und dann könnt ihr immer mal sehen, andere Leute haben andere Einstellungen dazu. Und man ist dann schnell so geneigt, ich habe Recht und die haben nicht Recht. Hinterfragt das mal. Macht euch das vielleicht grundsätzlich zu eigen. Wie kommt das denn, dass ihr die eine Einstellung habt und die anderen die anderen? Und da sollte die Antwort nicht sein, ich habe Recht und die sind doof. Das ist so eine populistische Sichtweise. Ne? Das hat leider momentan Konjunktur, solche Sichtweisen. Aber das sollte eigentlich nicht unsere Sichtweise sein und schon gar nicht eine Sichtweise sein in der Wissenschaft. Man kann natürlich allgemeines Wissen über ergonomische Gestaltung erlangen. Das heißt, man kann was darüber lernen, wie die Leute sind, die Software benutzen müssen. Das machen wir im großen Stile in dieser Vorlesung. Das ist das, worum es in der Ergonomie geht, die ergonomischen Kenntnisse zu erlangen, das zu lernen, was es ist. Und es gibt natürlich den ganz wichtigen Teil, um den wir uns hier allerdings nicht kümmern, nämlich die Nutzer zu befragen und zu beobachten. Den Bereich nennt man üblicherweise Usability Engineering. Usability wird im Deutschen mit Gebrauchstauglichkeit übersetzt, ein bisschen sperriger Begriff, der aber eigentlich relativ gut sagt, nämlich für den Gebrauch tauglich. Das heißt, ich muss irgendwie analysieren, wofür es gebraucht wird und dann die Tauglichkeit feststellen. Und das machen wir hier allerdings nicht, sondern wir bleiben auf der Ebene darüber. Wir reden über allgemeines Wissen, über ergonomische Gestaltung. Über Gebrauchstauglichkeit kann man an anderen Stellen viel mehr erfahren und ich nehme mal an, dass es auch in der Uni Paderborn bald mal wieder Veranstaltungen dazu geben wird über Gebrauchstauglichkeit und Usability Engineering, also wie man dieses Gebrauchstauglichkeit in einen Entwicklungsprozess umsetzt. Die schlimmste Einstellung, die man einem Nutzer gegenüber haben kann, ist einen Nutzer als DAO anzusehen. Ich weiß nicht, ob der Begriff noch heute sehr verbreitet ist, er war früher auf jeden Fall ziemlich verbreitet. Ein DAO. Wisst ihr, was ein DAO ist? Ein DAO ist ein dümmster anzunehmender User. Und das ist wirklich so ganz unschön. Das ist so wirklich die Idee, es wäre doch so schön, wenn die Nutzer nicht da wären und alle wären so wie wir und wir müssen jetzt irgendwie extra Aufwand betreiben, nur weil unkundige Nutzer unsere Software benutzen sollen. Es wäre besser, sie ließen das. Das ist eine sehr verächtliche Sichtweise. Gucken wir uns mal diese Wikipedia-Definition an, die ich hier mal reinkopiert habe. Da steht, der Begriff dümmster anzunehmender User, kurz DAO, ist ein Ausdruck für Computerbenutzer ohne Grundwissen und Sachverständnis, die grobe Denk- und Anwendungsfehler im Umgang mit Computern und deren Zubehör begehen. Der Begriff spielt besonders in der Erstellung benutzertauglicher Hard- und Software, Usability, eine Rolle. Programme, die durch einen dümmsten anzunehmenden Benutzer zum Absturz gebracht werden können, sind schlecht geschrieben. Ausnahmebehandlung versagt. Das ist Schwachsinn. Programme,
die durch den dümmsten anzunehmenden Nutzer zum Absturz gebracht werden können, können durch jeden zum Absturz gebracht werden. Ein Programm, das so ist, dass es irgendwie zum Absturz gebracht werden kann, ist generell schlecht geschrieben. Mal ganz davon abgesehen, dass irgendwie jedes Programm zum Absturz gebracht werden kann, weil es, oder zumindest dazu gebracht werden kann, also Falsches zu tun, weil es keine fehlerfreien Programme gibt. Aber es hat nichts mit dem dümmsten anzunehmenden User zu tun. Also Fehlbedienungen oder sagen wir mal abweichende Bedienungen sind etwas, mit dem man rechnen muss. Und die machen nicht nur dümmste anzunehmende User, die machen wir alle letztendlich, dass wir ein Programm anders verstehen oder anders bedienen, als derjenige, der es programmiert hat, vielleicht mal intendiert hat. Damit muss man zurechtkommen und da muss Software entsprechend gestaltet werden können, dass das kein Problem hat. Dafür brauche ich nicht den Nutzer zu beschimpfen als DAO. Ja, wie kann ich es hinkriegen, das zu vermeiden, diesen arroganten Blick zu vermeiden? Also einmal könnte ich techniknah gestalten. Das würde bedeuten, ich gestalte die Technik so, dass ich die technischen Details dem Nutzer vermitteln. Also ich sage, man muss bestimmte Dinge wissen, über das, was im Hintergrund passiert, über die Computertechnik. Und damit der Nutzer die wissen kann, muss ich die irgendwie mitvermitteln. Das ist eine Sichtweise, die wir auch vor allen Dingen bei uns in der Didaktik der Informatik so sehen, weswegen wir sagen, jeder muss ein gewisses Grundwissen erhalten. Das muss vielleicht auch in der Schule vermittelt werden. Und auch Tools müssen so gestaltet werden, dass das notwendige Grundwissen, das notwendige technische Wissen sich dadurch vermitteln lässt. Oder anwendungsnah gestalte die Produkte so, dass der Nutzer Konzepte und Objekte vorfinden kann, die er auf das Alltagsproblem beziehen kann und mit denen er umgehen kann. Das ist üblicherweise das, was so die aktuelle Ideologie grafischer Nutzungsschnittstellen ist. Wo ich jetzt sage, ah ja, ich habe hier so ein Objekt und das Objekt an dem Bildschirm, das ist eine Datei und diese Datei entspricht einem Papierdokument in etwa und mit sowas kann ein Nutzer arbeiten, ohne dass er sich darüber Gedanken machen muss, dass da irgendwelche Zeichen in Bytes abgespeichert werden und diese Zahlen dann wiederum Buchstaben entsprechen und auf der anderen Seite aber als Folgen von magnetisiert und nicht magnetisiert auf einer Festplatte gespeichert werden. Das braucht man ja alles nicht mehr zu wissen, sondern ich gestalte halt Objekte der Nutzungswelt. Beides ist möglich und eines von beiden muss man machen. Wahrscheinlich muss man irgendwie immer ein bisschen beides machen. Ja, allgemeines Wissen über ergonomische Gestaltung erlangen. Wo gibt's das denn? Gibt es solches Wissen? Ja, natürlich. Es gibt ganz viel solches Wissen. Man kann Bücher darüber kaufen. Ein Problem, was dabei häufig passiert, was hoffentlich euch nach dieser Vorlesung so nicht mehr passiert, ist eine gewisse Ratgebermentalität. Ratgebermentalität, was meine ich damit? Man möchte gerne wissen, wie es ist. Man möchte die Wahrheit irgendwo erfahren. Man möchte so ein Buch aufschlagen und in dem Buch soll drinstehen, wie man es machen muss. Und dann passieren solche Dinge wie hier. Und das ist jetzt hier keine Quelle, die irgendwie beliebig ist, sondern ist von der Bitkom, also dem Lobbyverband der IT-Industrie, wenn man das nochmal so nennen darf. Da steht jetzt drüber, so sitzen Sie richtig. So soll man also am Schreibtisch sitzen. Jetzt frage ich euch mal, und da euch für euch selber überlegen, sitzt ihr so am Schreibtisch und stellt euch mal vor, ihr wäret jetzt gezwungen, euch mal 5 Stunden die ganze Zeit so hinzusetzen. Das hat was von Folter, so sitzen zu müssen die ganze Zeit. So sollte man nicht die ganze Zeit sitzen. So sitzt man nicht richtig, zumindest nicht die ganze Zeit. Wo kommt das her? Das steht in Normen. Aber in den Normen steht ganz was anderes drin. Gucken wir mal uns so eine Norm an. ISO 9241, haben wir gleich nochmal ein ganzes Video dazu. Da steht in Teil 5 etwas von einer Bezugskörperhaltung. Und die steht da genau so beschrieben, wie sie da rechts abgebildet ist. Aber was steht denn da? Da steht, um adäquate Anforderungen bezüglich Beeinträchtigungsfreiheit und Benutzerleistung unter Berücksichtigung der Körpermaße aufstellen zu können, ist es erforderlich, eine Bezugskörperhaltung anzugeben. Okay, das ist das, worüber es jetzt hier geht, um anthropometrische Daten festzulegen, anthropometrisch, also auf den Vermessung des Menschen bezogene Daten, so könnte man das ins Deutsche übersetzen, um die festzulegen. Obwohl man empirisch gezeigt hat, dass die so festgelegte Körperhaltung für bestimmte Verrichtungen durch den Benutzer über einen kurzen Zeitraum günstig sein mag, stellt sie weder eine optimale Körperhaltung dar, noch eine Körperhaltung, die anzustreben ist.
Das heißt also, man soll nicht so sitzen. Man soll nur so sitzen können. Das heißt, man muss einen Arbeitsplatz so gestalten können, dass man sich theoretisch zwischendurch so hinsetzen kann. Das heißt aber nicht, dass derjenige, der da arbeitet, die ganze Zeit so sitzen muss. Das ist keine bequeme Körperhaltung und keine ergonomische Körperhaltung. Und das wissen wir eigentlich auch schon lange. Wenn wir uns zum Beispiel dieses Bild hier angucken, Goethe in der Campagna heißt das wahrscheinlich, dieses Bild, und da sehen wir Goethe in einer wirklich entspannten Körperhaltung. Zumindest ist das eine entspanntere Körperhaltung als die, die wir gerade gesehen haben, da an dem Schreibtisch. Heißt also, Lümmeln vom Schreibtisch ist gut, also mal so sitzen, es gibt ja sogar diese Hocker und diese Bälle, dass man nicht immer gleich sitzen kann. Ne? Das ist also wirklich wichtig. Moderne Technik versucht das zu erzwingen, dass man nicht immer auf die gleiche Art und Weise sitzt. Ist auch im Homeoffice jetzt eine wichtige Sache, nicht die ganze Zeit irgendwie steif da sitzen. Es ist gar nicht so schlecht, sich auch mal woanders hinzusetzen, vielleicht sogar tatsächlich mal aufs Sofa zu setzen. Natürlich dann nicht einzuschlafen, aber dann mal eine andere Sitzposition anzunehmen. Das heißt, irgendwie so eine ganz einfache Ratgebermentalität, wo einfach so einmal drinsteht, so muss es sein, schwierig. Und wir werden noch viele Beispiele sehen, wo wir merken, dass das nicht geht. Wir haben noch mal drei Begriffe, die möchte ich noch einmal voneinander abgrenzen, weil die häufig gleichzeitig verwendet werden, durcheinander verwendet werden. Und ich möchte eine Abgrenzung versuchen. Ergonomie, Gebrauchstauglichkeit und User Experience. Gucken wir uns die dreimal an. Nehmen wir ein Beispiel eines Stuhls, da kann man das relativ gut dran erklären. Ergonomie von so einem Stuhl beschäftigt sich damit, ob man auf dem Stuhl so auf eine Art und Weise sitzen kann, dass man keine körperlichen Schäden kriegt. Also ist der Stuhl angepasst an den Menschen, das ist Ergonomie. Gebrauchstauglichkeit des Stuhls würde sich darum kümmern, ob dieser Stuhl für das, was ich mit dem Stuhl machen will, geeignet ist. Das heißt, ein Melkschemel zum Beispiel hat eine andere Art der Gestaltung als ein Bürostuhl, und ein Melkschemel im Büro wäre unpassend für die Arbeitsaufgabe, und umgekehrt natürlich auch. Mit diesem Bürostuhl möchte ich auch nicht im Stall sitzen müssen. Das heißt, Gebrauchstauglichkeit hat immer einen Bezug zum Zweck, den ich damit durchführen möchte. Ja, und dann kommt noch User Experience, und der User Experience spielt alles mögliche andere, was noch mit diesem Produkt zu tun hat, eine Rolle. Nehmen wir das nochmal an dem Stuhlbeispiel. Ein Bürostuhl, ein guter Bürostuhl und so ein Gaming-Stuhl sind sich von den Anforderungen relativ identisch. Also ich könnte mir so einen Gaming-Stuhl auch ins Büro stellen und wäre damit wahrscheinlich relativ gut bedient. Und genauso gut könnte ich mir auch einen guten Bürostuhl hier zu Hause hinstellen und könnte dann anfangen zu spielen. Das würde beides gut funktionieren. Aber beim Gaming-Stuhl gehört noch viel anderes dazu. Der hat so eine Art von Design, die irgendwie zu dem Anlass passt und sowas. Und sowas gehört alles in den Bereich User Experience mit hinein. Das heißt, da sind wir dann relativ weit weg von der Ergonomie, sondern es geht um alles mögliche andere, um viele psychologische Dinge vor allen Dingen. Ja, das ist alles, was ich euch heute erzählen möchte, beziehungsweise in diesem Video erzählen möchte, als Einführung in Ergonomie. Was ist eigentlich Ergonomie? Wir sehen uns wieder im nächsten inhaltlichen Video. Bis dann!